Hallo, mein Name ist Sebastian Schäfer und ich möchte dir heute ein bisschen dabei helfen, wenn du als Einsteiger einen neuen Satz kaufen möchtest. Grundsätzlich gibt es bei den Schlägerköpfen ein bisschen was zu beachten. Es gibt nämlich Modelle, die sind eher fehlerverzeihend und Modelle, die sind dann doch schon für den fortgeschrittenen Spieler gedacht. Das kannst du allerdings relativ leicht erkennen, wenn du dir den Schlägerkopf ansiehst, ob nur in Live oder vielleicht auch, wenn du über das Internet kaufst. Grundsätzlich sind Modelle, die etwas fehlerverzeihender sind, auch immer etwas breiter. Sowohl was die Sohle angeht, als auch was die obere Linie des Schlägers angeht. Der Trick dahinter ist im Endeffekt ein ganz einfacher. Umso mehr Gewicht man bei einem Golfschläger nach außen bringen kann, umso weniger verdreht er sich, wenn du den Ball nicht ganz mittig triffst. Als Einsteiger kann ich dir sagen, wirst du den Ball leider nicht immer mittig treffen. Insofern solltest du auf jeden Fall zu einem etwas fehlerverzeihenderen Modell greifen. Bei den modernen Schlägern ist meistens noch etwas mehr Material, also unterschiedliche Materialien verarbeitet. Ja, bei diesem Schläger zum Beispiel wurde sehr schweres Metall in die Sohle gebracht. Das hilft dir dabei, den Ball schnell in die Luft zu bekommen. Solche Sachen kannst du meistens in der Produktbeschreibung der jeweiligen Hersteller nachlesen und du solltest darauf zurückgreifen, wenn du dir das Spiel möglichst einfach machen willst. Gute Spieler kriegen mit solchen Schlägern ein besseres Feedback übermittelt. Sie merken besser, wo sie den Ball treffen und können unterschiedliche Flugkurven produzieren, was ja teilweise durchaus gewünscht ist. Du solltest dir also auf jeden Fall ein Modell zulegen, wenn du mit dem Golfsport anfangen willst, was es dir möglichst leicht macht, den Ball in die Luft zu bekommen und Länge zu erzielen. Das ist nämlich eines der Hauptkriterien, die du am Anfang lernen musst.